So, willkommen zurück hier zu Tomb Raider 3 Lost Artifact. Wir sind hier beim letzten Mal in dieser komischen, keine Ahnung, was genau das hier eigentlich ist. Auf jeden Fall schweben hier menschenähnliche, huch, das wollte ich nicht, menschenähnliche Körper rum, die aber nicht mehr so ganz frisch aussehen. Ach, guck mal, da oben, da kann man, so wie es aussieht, hin. Ich war nämlich schon am Überlegen, wie wir denn hier jetzt wohl weiterkommen. Natürlich komme ich da nicht hoch. Haha. Also erstmal scheinen wir hier jetzt nicht wirklich weiterzukommen. Ich frage mich, was jetzt hier das To-Do ist, wie wir denn jetzt hier ja, vorankommen. Vor allen Dingen, wir haben ja gesehen. Uah, was ist das denn? Guck mal, da ist ein unsichtbarer Block, ob ich da wohl hin kann? Ich könnte mir vorstellen, dass man sich da draufstellen kann, ne? Ich spreche einfach nochmal. Ah, okay. Den haben wir in der letzten Zwischending schon gesehen. Der sieht etwas crazy aus. Ja, schön, dass wir hier jetzt hin können. Ich frage mich halt, was genau wir davon jetzt haben. Hä? Ich kann mich an dem nicht festhalten. Das ist ja seltsam, an dem Block, an dem Unsichtbaren. Ich meine, wir können draufstehen, aber uns dran festhalten, das geht dann komischerweise nicht. Ich frage mich, was wir hier jetzt machen sollen. Unten scheint alles mit dieser Grütze durchzogen zu sein. Ich muss ja auch mal ein bisschen nach oben gucken. Ist mir eben so eingefallen. Ich nehme wieder mehrere Folgen am Stück auf und deswegen sage ich halt eben. Ah, ich meine, da oben müssen wir scheinbar, oder gehe ich jetzt mal von aus, ja noch irgendwas machen können. Denn da waren ja noch diese Raketen und das alles. Ist halt jetzt nur die Frage, wie kommen wir da hinten rüber? Oder komme ich hier doch lang? Meine Befürchtung ist ja so ein bisschen, wenn ich hier springe, dass ich halt durch diese niedrige Decke hier so ein bisschen weggelenkt werde. Speicher mal hier auf dem gleichen. Das werde ich wahrscheinlich mal wieder gemacht. Was müssen wir tun? Da unten können wir ja sagen, dass die Kampagne aus. Dann springen. Aber wir können ja nicht, das ist einfach zu hoch, oder? Warte mal. Ich setze mal aus. Dann muss man wirklich perfekt, wenn wir sozusagen springen. Alles an. Einfach mal ausnutzen. Der geht so leise, ich speicher. Aber. Ne, das ist einfach zu hoch. Das ist ein höher. Habe ich hier vielleicht im Vorfeld irgendwas übersehen, irgendwas vergessen? Versucht, da kommen wir nicht dran an die Dinge. Also wir können es ja nicht dran festhalten. Oder geht's jetzt irgendwie doch? Nee. Irgendetwas fehlt. Aber was? Schön, dass man hier drinnen auch das Vogelzwitschern hört. In dieser etwas unfreundlich anmutenden Höhle. Ich meine, zum Glück kann ich wieder raus. Das Ding ist nur, was habe ich davon? Warte mal, kann ich, wenn ich hier, hier rein. Oh, was ist denn das hier?
Mann, ich will doch nur hier oben rein. So. So, kann ich von hier aus auf diese kleine Fläche da? Wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich habe ich da auch überhaupt nichts von. Nee. Irgendwas haben wir ja übersehen, ganz offensichtlich. Frage ist halt was. Hier ist ja diese Klappe. Wie kann man die denn öffnen? Ist hier vielleicht doch irgendwas? Nee, da kommt man nicht hin. Ich kann auch an die Figur nicht weiter ran. Hier sind keine Hebel zu sehen. Ich gucke jetzt nach oben. Ich glaube, die ganzen Figuren haben auch alle so einen leichten, unterschiedlichen Blickwinkel, also einen Winkel, wo sie hingucken oder eine Richtung, in die sie gucken. Geh noch mal weiter zurück. Ich denke mal, irgendwas fehlt uns hier noch. Manchmal ist es ja so offensichtlich, ne? Dann warum können wir hier hin? Nein, kann man nicht bewegen. Nicht bewegen. Sie hängt sich immer dran, aber sie kann an die Figur oder auf diesen Block, wo die Figur steht, nicht klettern. Wo guckt sie hin? Ach, die guckt auch so nach oben. Okay. Ach, wir sind da oben hergekommen. Das heißt, wir kommen jetzt hier auch gar nicht wirklich weiter, ne? Wir sind hier sozusagen gefangen. Was habe ich denn da unten übersehen? Was nicht schlau. Ich bin mal nach oben, wenn ich nach oben schaue. Hier kann ich noch was hinzuschwimmen, dann habe ich das mal versucht. Ach, ne. Wenn ich da unten wieder, oder sowas. Aber hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Oder? Ich muss jetzt rein. Ich meine, irgendwas muss doch hier sein. Ich muss jetzt hier. 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 Was wir sehen. Ich will ja eigentlich gerne schon wieder irgendwie eine Lösung nachschauen. Ist irgendwas Gemeines? Weil ich so viel einfallen lasse? Nee, das auch nichts. Ich will ja auch nichts machen, ne? Kann ich da rangehen? Das ist auch nichts. Ich meine, der einzige Gang, den ich jetzt gefunden habe, ist halt hier oben. Aber da komme ich nicht ran. Oben ist halt noch so ein Teil, aber es bringt mir ja nichts. Hier ist auch alles pampig. Wo könnte der Denkfehler liegen? Ich wollte jetzt gerade versuchen, ob ich mich an dieses Teil da, an dem Teil festhalten kann. Das hat aber nicht funktioniert. Ich lade mal jetzt noch einen Spielstand in wie vorher. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Wir gucken mal. Okay. So.
Ich vermute mal, dass wir hier im Vorfeld schon irgendwas vergessen haben. Aber wo? Das ist hier die Frage. Wenn wir hier hinlaufen, haben wir diese Ansicht. Frage ist, warum? Und vor allen Dingen, warum können wir hier rüber? Ich meine, hier ist ja fast nie irgendwas ohne Grund, ne? Hier hat ja fast immer eigentlich alles so seinen Grund, warum es das gibt. Klar, ich könnte hier mich halt runterlassen. Aber ist das wirklich der einzige Grund, warum wir hier hin können? Ich meine, da hinten zu dem Teil, selbst wenn wir da drauf gehen, was hätten wir davon auf dieses graue Teil? Ich kann ja mal gucken, ob wir da hinspringen können. Nee, das funktioniert nicht. Gut, wir landen zumindest weich im Wasser, abgesehen davon, dass wir hier direkt angefressen werden. Oder ist hier doch irgendwas im Wasser? Ich meine, ich will jetzt hier auch nicht die ganze Folge nur damit zubringen, Theorien aufzustellen. Aber ich will mal eine Sache noch mal kurz gucken. Ich will noch mal eben da oben drauf, wo das Teil, genau, jetzt hier rückwärts, hier unten runter gehe. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, hier sind wir ja so weit noch nicht gewesen, ne? Ja, hier sind nur Palmen. Da sind hier irgendwo ganz versteckte Hebel, die man so schlecht sieht in der Wand. Gerade in so solchen Bereichen ist das ja auch immer gerne genommen vom Spiel. Da haben wir alles, ne? Oder ist jetzt hier vorne noch irgendwas zusätzlich passiert? Und hier waren wir ja schon 5000 Mal gefühlt. Es ist ein seltsames Level, muss ich sagen. Es ist nicht mein. Also optisch gefällt es mir eigentlich super gut. Aber irgendwie komme ich nicht so richtig. Also irgendwie verstehe ich das Level nicht so ganz. Da sind wir. Ach so, genau, da kamen wir aus der Dings raus, aus der Pflanze da hinten. Ich will da noch mal ganz kurz. Ich hatte einen Speicherstand. Frage ist nur, welcher ist es? Ich glaube, den habe ich jetzt auch schon überspeichert. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht dieser hier. Nee. Ich glaube, ich habe den schon überspeichert. Ja, ich habe den schon überspeichert. Das war nämlich der 185, den hatte ich nochmal angelegt. Warte mal, wir sind aber ja. Was war hier? Gottchen, wie sind wir hier schon? Ja, dann muss ich hier weiter gucken. 171. Okay, das ist ungefähr da. Ich will noch mal eine Sache testen. Wir sind jetzt hier, wo es nochmal dahin geht.
zu diesem anderen Bereich. Ich meine, ich war da ja in einer der letzten Folgen auch schon mal sozusagen in der Pause. Aber trotzdem will ich jetzt nochmal hier. Oben drauf kann man nicht, ne? Genau, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite sozusagen. Guck, hier standen wir eben. Haben hier reingeguckt. Frage ist hier doch noch irgendetwas. Ach Gott. Jetzt ist die Klappe geöffnet. Okay. Das heißt, wir müssen. Warte mal, ich muss jetzt eben einen. Ich habe jetzt einen ziemlich weit zurückliegenden Speicherstand genommen. Wo sind wir denn hier? 184. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt doch noch mal zurück in das Labyrinth rein. Warte mal. Oh, das wollte ich nicht. Halt. Das war jetzt ziemlich dumm. Genau, wir müssen jetzt doch nochmal zurück in das Labyrinth und dort dann so und da diesen Hebel öffnen. Ja, hätte ich da mal vorher genauer geguckt. Ja, ich würde sagen, ich laufe da jetzt nochmal eben hin zu dem Labyrinth. Und auch drück dann den Hebel und dann gehe ich wieder hier hin zurück, nimm die Seilbahn rüber und dann sehen wir uns da gleich wieder. Bis. So, leider hatte das Programm wieder ein Problem. Ich habe vorhin ein Update durchgeführt und seitdem hat er irgendwie Probleme damit, wenn ich zwischendurch mal pausiere. Keine Ahnung, ich muss mal gucken, ob ich da was an den Einstellungen ändern muss. Ich habe jetzt den Hebel aber gedrückt und ja, werde jetzt hier nochmal den Schlüssel einsetzen. So, und jetzt müsste aber vor der Figur diese komische Klappe geöffnet sein. Es sei denn, die ist mit Zeit gesteuert. Aber dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie schnell man das schaffen soll. Wir gucken aber jetzt erstmal. Nee, sie ist hoch. Geöffnet. So hastig wollte ich da eigentlich nicht rein. Aber. Aha, okay, das ist jetzt ein Geheimnis. Das ist schön, aber bedeutet ja eigentlich auch für uns, dass das hier nicht unbedingt ein Muss ist. Was mich jetzt noch mehr irritiert. Ach, guck mal, jetzt kommen wir hier zu den Sachen hin. Das ist ja cool. Das ist wirklich schön, aber bringt uns jetzt trotzdem nicht wirklich weiter. Ich meine, hier sind so ein paar Flächen, da könnte man vielleicht drauf. Ja, aber ich sag mal, ein Geheimnis haben wir ja mindestens noch übersehen, wenn es hier dann wirklich drei Stück gibt. Und ich denke mal nicht, dass das Level noch allzu lange dauert. Aber wer weiß, manchmal liegen die Geheimnisse ja auch total nah beieinander. Das haben wir auch schon gehabt. Ich würde erstmal hier speichern. Das ist einfach eine normale Wand. Ach nein, Lara. Du solltest die Rakete nehmen. Naja, gut. So, Frage ist. Doch, guck mal, da müsste man doch eigentlich auch hin können, oder? Wahrscheinlich hätte ich von da aus doch irgendwie hier hinspringen können. Und zumindest an die eine Stelle.
Ich bin ja mal gespannt. Ach, guck mal, hier kann man jetzt unten hin. Das ist ja super. Aber, stand da was? Doch, da läuft was. Irgendein Viech. Ja, gucken wir uns gleich an. Ich würde aber sagen, wir probieren, beziehungsweise das gucken wir uns beim nächsten Mal an, denn die Folge, dadurch, dass ich die jetzt zusammenpacke, so nochmal, weil das mit der Pause wieder nicht geklappt hat. Ja, gucken wir uns das beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Tomb Raider Lost Artifact. Bis dahin, macht's gut. Ciao.